Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben mit Saturas geredet gehabt und wir müssen die Fokussteine suchen. Da fehlen uns noch zwei Stück. Und wir sollen mit Rio den, oder wie er heißt, reden. Das werden wir gleich machen. Reden wir erst nochmal mit dir. Gibt's da irgendwas Neues? Nein. Da ist keiner. So, kann ich jetzt mit dir reden? Sei gegrüßt. Jawohl, jetzt geht's mich. Jetzt, ich grüße jetzt dich, geht's. Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Sehr schön. Und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Sehr schön. Aber zeig mal, was du so hast. Du hast noch den Kugelblitz, aber da brauchen wir den dritten Kreis. Ja, du hast hauptsächlich viele, viele Tränke. Das lassen wir mal. Aber falls wir Tränke brauchen, wissen wir, wo wir welche herbekommen. So. Da war niemand drin. Können wir jetzt auch mal mit dir noch reden? Hallo. Ach, jetzt geht's. Naja. Lass mich mal durch. Außer, wenn sie natürlich was zu reden hätten. Haben sie aber irgendwie nicht. Was ist mit dir? Sei gegrüßt. Du hast auch nicht. Also die Wassermagier haben extrem wenig zu reden. Okay. Dann schauen wir die Fokuskarte von Saturas nochmal an. Also im Kloster waren wir. Da wollte ich nur nochmal... Nee, da wollte ich noch nicht hingehen. Das hat ja letztes Mal nicht geklappt. Da habe ich noch nicht nachgeschaut. Den ganz im Osten haben wir. Den ganz im Westen haben wir. Aber den im Norden haben wir noch nicht. Ich würde sagen, da gehen wir vielleicht auch als nächstes hin. Es sollte von hier aus am einfachsten sein. Und den ganz im Süden. Ich dachte, da wäre ich schon gewesen, aber anscheinend war ich da noch nicht. Oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Die zwei fehlen uns, die müssten wir noch anschauen, das, was wir finden. Ich bin gerade am Überlegen, haben wir sonst noch irgendetwas zu tun? Gegner sind nicht mehr groß aufgetaucht. Das müssen wir eigentlich nicht machen. Da unten ist nichts mehr zu tun. Ja, höchstens noch unten mal beim Dings vorbeigehen. Das können wir vielleicht auf dem Rückweg machen. Das war beim Ork-Lager, wo wir da so ein bisschen was gesehen haben. Das war da, nicht Ork-Lager, wo es zum Ork-Gebiet geht. Dass wir da noch... Dass wir da noch was machen können. So, aber gerade noch schauen. Also Einhänderhammer, Zweihänderhammer, Bogen und Armbrust will ich eigentlich nicht machen. Schlösser öffnen brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Taschendiebstahl, Magie werden wir wahrscheinlich nicht lernen. Lasst uns diese Punkte hier, diese 10, vielleicht nochmal in Stärke geben. Da muss ich auch gleich mal was noch schauen. Wir haben ja nur so viele Punkte mit 91, weil wir auch den Ring anhaben und so weiter. Kann ich trotzdem bis 100 lernen? Hallo. Kannst du mir was bei... Ich kann dir... So, Stärke. Und nochmal Stärke. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Ah ja, okay. Wie sieht's jetzt aus? Haben ja jetzt... Hoppala. Das war ja natürlich jetzt blöd. Ja, guck mal. Ich habe noch 5 Lernpunkte, könnte aber nur auf 4 gehen, damit ich wegen der Stärke. Aber wir haben noch die Ringe an. Und zwar den hier, der hat den nächsten Lebenspunkt, aber den hier mit 10 Punkte hier. Jetzt mache ich den mal... Und den Punkt haben wir auch noch. Jetzt mache ich die mal raus. Jetzt haben wir nämlich nur noch 76. Jetzt müsstest du uns auf jeden Fall noch mal... beibringen. Kannst du mir was ich kann dir helfen. Und zwar nochmal Stärke. So.
Wenn ich jetzt nochmal schaue, jetzt haben wir 81. Und wenn ich die Ringer und das Amulett ansehe, das also nochmal mit Stärke 10 und nochmal mit Stärke 10, sind wir bei 101. Sehr gut. Das heißt, wenn ich nochmal Stärke lernen will, muss ich die Ringer ausziehen. Weil er lernt nur bis zu Stärke 100. Und da ist es egal, ob er die Ringe anhaben oder nicht. Wenn wir aber bis 100 sind und die Ringe anhaben, das gab ja auch nochmal 20 Punkte drauf, dann wären wir bei 120. Okay, sehr gut. Dann wissen wir jetzt, wie das genau funktioniert, dass wir die Ringe aus... Wenn wir weiter Stärke lernen wollen, müssen wir die Ringe ausziehen. So, gut, dann können wir mal das neue Lager verlassen und gehen wir mal nach da oben. Die neue Rüstung habe ich jetzt gar nicht gefragt gehabt, die starke Rüstung. Aber ich glaube, die kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir die Fokussteine zurückgebracht haben. Schätze ich jedenfalls mal. Oder hätte ich nochmal nachfragen sollen? Ganz ehrlich, ich gehe nochmal zurück und frage nochmal nach. Weil ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob wir jetzt die mittelstarke Rüstung oder die starke Rüstung haben. Und vielleicht hat es ja auch schon gelangt, dass wir mit Saturas geredet haben und von dem jetzt einen Auftrag haben, um die starke Rüstung zu bekommen. Ich glaube es zwar fast noch nicht. Ich glaube zwar, die bekommen wir erst, wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben. Aber lass uns das einfach nochmal kurz schauen. Hallo. So, Rüstung. Ich brauche eine bessere. Die Rüstungen musst du dir erst. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit. Ja, ist so, wie ich es mir gedacht habe. Wahrscheinlich erst, wenn wir die Fokussteine zurückgebracht haben. Das hätte ich mir sparen können, aber anschließend wäre es vielleicht doch so gewesen, dass wir sie doch schon hätten anziehen können. Und dann hätte ich mir das Leben nur unnötig schwer gemacht. Na gut. Ein paar Schritte zu viel gegangen. Was soll's, gibt Schlimmeres. Ja, und ansonsten haben wir gar keine Quest mehr. Bin auch gar nicht sicher, ob es jetzt noch eine weitere gibt in diesem Kapitel. Weil die aus der Bruderschaft haben uns ja hierher geschickt. Die müssten jetzt nichts Neues haben. Und die anderen Quests, die wir hier gekriegt haben, das war ja mit Mordrak unterstützen, die hat uns ja zum Sumpflager geführt und ja. Nee, das war ja eigentlich auch nur die Hauptquest, wenn man so sagen will. Nee, da müsste eigentlich alles in Ordnung sein. So. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Bin mal gespannt. Wir müssen ja noch nicht mal zu dem Banditenlager eigentlich hin. Aber ich würde da auch nochmal vorbeigehen. Wir müssen ja dahin, wo die Kobolde waren. Und ich glaube, da waren auch Kobolde gewesen. Und ich habe gesagt gehabt, wir können da noch nicht hingehen, weil wir noch nicht zurechtkommen damit. Weil wir es einfach zu viele sind. Aber das haben wir mittlerweile ja gesehen, dass das ohne Probleme, ja, ohne große Probleme funktioniert. Ich hätte nur, wenn ich jetzt so das sehe, dass jetzt schon Sonnenuntergang ist, hätte ich vielleicht nur... Ja, wir müssen ja da lang. Hätte ich vielleicht nur vielleicht da nochmal schlafen sollen bis zum nächsten Morgen? Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee gewesen. Naja, gut. Was soll's. Wir gehen von dort aus
dann zum alten Lager und von dort aus können wir uns dann nochmal aufs Ohr hauen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wenn wir die zwei Fokussteine haben, können wir ja die Spruchrolle nehmen und so zurück teleportieren. Dass sie uns keine Rune gegeben haben, dafür finde ich ein bisschen blöd. Weil ich glaube, die Spruchrolle ist nämlich beim einmaligen Benutzen dann weg. Während die Rune immer da ist. Aber vielleicht kriegen wir ja dann anschließend noch Rune. Ich mir gerade auch einmal überlegen bin. Von dort aus zum Sumpflager. Nee. Nee, das bringt nichts. Ich habe mir ja gerade überlegt, ob wir tatsächlich nochmal zum Sumpflager so gehen sollten. Oh, da steht jemand. Und von dort aus weitergehen sollen, aber ja. Und Diego? Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Ach, ich verstehe. Stimmt, da war ja auch noch was. Ah, habe ich jetzt gerade Diego gehauen? Ja, ich glaube, das ist das Problem. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Bist du dir da auch sicher? Den kriegen wir auch so klein. Den kriegen wir auch so klein. Aber ich glaube, ohne Diego würde das etwas schwierig sein. Frag mich, ob es da eine andere Möglichkeit auch gegeben hätte. Fantastisch! Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Alles klar. Ja, ich glaube, da muss es aber auch eine andere Möglichkeit gegeben haben. Aber, ja, Diego sagt, wir haben einiges drauf. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Gibt's hier noch irgendetwas Schönes? Es gibt eine Winde. Ach, da oben ist der Platz. Ja, dann gehen wir mal da einfach mal hoch und schauen mal, dass wir den Fokus kriegen. Es ist gut, dass wir das erst jetzt gemacht haben, weil ohne Diegos Hilfe wäre das alles nicht ganz so toll abgelaufen, wie es jetzt abgelaufen ist. Hoch. Ah.
Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Winde. Die wir draußen gefunden haben, schätze ich mal. Okay, also nochmal kurz zurück. Winde benutzen. Ich hoffe doch, dass es die Winde dafür ist. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Ja, danke schön. Neuer Tagebucheintrag. Fokus in der Trollschlucht. Bei der Annäherung zum südlichen Fokusort traf ich überraschenderweise Diego wieder. Er warnte mich vor der irgendetwas Großen, das am Ende der Schlucht auf mich warten soll. Irgendwoher wusste er wohl sowohl über meine Aktivität im Sumpflager als auch von meiner Fokussuche. Wir setzen unseren Weg nun gemeinsam fort. Wir haben einen riesigen Troll entdeckt, der unseren weiteren Weg versperrt. Diego will ihn ablenken, während ich nach einem Weg finden muss, den Troll klein zu kriegen. Der Troll ist besiegt, nun kann ich mich mit der Winde beschäftigen, die das Gitter zur Fokusplattform bewegen kann. Diego hat die verklemmte Winde repariert, nun steht mir nichts mehr im Wege. Oh. Und schon wieder eine Stufe gestiegen. Ich frag mich gerade nur eines. Wir sollten uns auf jeden Fall die anderen Orte auch noch anschauen. Wo die anderen Fokusse sind. Ob da nämlich auch noch vielleicht andere von den Leuten da sind, die uns helfen sollen oder helfen können, oder ob nur hier Diego da ist. Ja, das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Wow! Harpien! Kommt mal da runter, ich treffe euch nicht. Na? Na also, geht doch. Diego hätte ruhig mitkommen können. Also, da hätte ich überhaupt nichts dagegen gehabt. So, da haben wir auf jeden Fall den Fokus aus der Trollschlucht. Sehr schön. Diego, ich glaube, wir sind dann hier fertig. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Davon bin ich überzeugt. Mach's gut. So. Ich frag mich echt, das waren ja... Ach, da haben wir natürlich noch was. Tagebuchseite, ich glaube, das könnte wichtig sein, um den Troll auch zu besiegen, schätze ich mal. Ich schau mal, ob ich da was das noch finde. Die Monster schrumpfen, das wär's gewesen. 169. Tag. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Güter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Herr Duster Stahl zeigte keine Wirkung und Pfeile prallten von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Koronis verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäe bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich den Troll töten. Na, es hat nicht geklappt, aber da hätten wir den Troll verkleinern können und ja.
Droll verkleinern können und ihn dann so erledigen. Jetzt gehen wir noch zum Dingslager, zum Banditenlager. Mal sehen, ob wir da was machen können. Wir nehmen noch die Streitkolben mit. Zum Verkaufen. Falls wir sie irgendwann mal verkaufen sollten. Und dann beenden wir die Folge, schauen beim Banditenlager vorbei. Und dann, Moment mal. So. Dann haben wir das hier oben fertig. Dann sollten wir zum Kloster noch gehen. Vielleicht ist da auch noch einer, ein anderer, mit dem wir reden können. Der ganz im Osten, den haben wir ja schon viel, viel früher gehabt. Da müsste man nicht reden. Beim Westen will ich eh nochmal vorbeischauen. Genau. Da will ich eh nochmal hingehen und vorbeischauen, ob da vielleicht auch noch jemand steht, der uns helfen könnte. Und nach Süden müssen wir ja sowieso gehen. Gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.
Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen jetzt mal beim Banditenlader, das fängt ja gut an, beim Banditenlager vorbeischauen. Mal sehen, ob wir das schaffen oder ob wir auch gleich wieder abgeschossen werden. Ich bin mal gespannt. Okay, das war jetzt doch einfach. Was hast denn du dabei? Also ein Krallen? Hallo? Warum konnte ich jetzt gerade nichts machen? Auf jeden Fall Erze. Oh, das ist wieder verbuggt hier. Ja, das ist wieder verbuggt. Mist. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Der haut auf jeden Fall ab. Okay. Was ist das für ein komisches Lager hier? Und wie kommt man da genau hin? Ich muss auf jeden Fall eh nochmal neu laden. Ah, ja, glaube ich. Ich muss nochmal neu laden, weil das war auch wieder verbuggt. Ich weiß nicht, ob es an der Mod liegt von den Dings. Ja. Ho, ho, ho. Ja, okay. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Nette Waffe. Gehört sie dir? Nein? Okay. So. Ja, ich komme nämlich wieder nicht ins Menü rein. Das ist irgendwie ein Bug. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das an Dings liegt, an der Mod für das Inventar oder an was anderen. Aber ganz ehrlich, ich kann da eh nichts groß machen.